Hi, ich bin Alina und herzlich willkommen in meinem Garten. Ich nehme euch heute mit auf einen Gartenrundgang im August, denn es ist jetzt Mitte August genau und der Garten ist endlich ein bisschen in die Gänge gekommen und explodiert und es gibt die ein oder andere reiche Ernte. Das ist nicht ganz so reich wie sonst, aber ich freue mich über jedes kleine bisschen, was ihr mit nach Hause nehmen kann und in die Küche mitnehmen kann. Und was hier so wächst, das zeige ich euch jetzt. Das hier ist der Garten im August und ich habe hier in meinem kleinen Tümpel einen kleinen Teichfrosch, wie ihr sehen könnt, da unten. Und da sind drei Stück drin in diesem mini kleinen Teich und die sind relativ zutraulich geworden. Also wenn ich hier vorbeigehe, dann stört die das gar nicht mehr. Also ich bin jetzt, ich würde sagen, weniger als 50 cm am Frosch dran und das interessiert den gar nicht. Und da ist gerade der nächste. Wie cool sieht das aus? Ich freue mich so, dass die hier sind. Wie schön. Das hier ist das Staudenbeet. Das hat dieses Jahr leider so ein bisschen gelitten. Die Schnecken haben so viel weggefressen. Eigentlich war hier alles viel üppiger. Jetzt ist hier in der Mitte ein Loch. Das hier ist der neue Teil, das geht. Aber die Schnecken haben ganz viel Eryngium gegessen, also Mannstreu hier. Und die Schnecken haben ganz viel Echinacea, also Sonnenhut, gegessen. Man sieht da hinten so einen weißen. Davon hatte ich unglaublich viele. Und die sind so waren im Austreiben und dann sind sie einfach aufgefressen worden. Aber so ist das. Eigentlich wollte ich euch dieses Jahr so richtig schön mein Staudenbeet zeigen, was ich geplant habe. Aber es sieht nicht mehr so aus, wie es mal war. Sieht vor allem nicht mehr so aus, wie es letztes Jahr war. Es ist ein bisschen schade. Naja, aber das ist Gärtnern. Dann hier im neuen Beet ohne Umgraben sieht man die Kartoffeln. Die haben alle Braunfäule. Aber, oh, guck mal, Kartoffeln. Cool. Das ist die Sorte Violetta, die hatte ich noch über. Die habe ich Ende Juni, glaube ich, gepflanzt. Also dafür ist das echt in Ordnung eigentlich. Packen wir mal da. Und dann habe ich hier gerade noch Chinakohl ausgepflanzt. Das ist ein sehr trauriger Blattkohl, der wird vom Hasen immer malträtiert. Da kommen auch so Hütchen drauf, denn ich habe jetzt so komische Plastikhauben gekauft, die nicht cool aussehen, aber vielleicht hält das ja die Mäuse und die Hasen ab, wir werden sehen. Und die Okra. Die sind zwar immer noch viel zu klein, die sind eigentlich viel, viel größer oder müssten viel größer sein, aber guckt mal, was das ist. Die hat geblüht und das ist die erste Okraschote. Also die wird eventuell, falls die das schafft, reif zu werden, dann wird die wahrscheinlich reif, wenn wir im Urlaub sind. Aber mal sehen. Die Freilandtomaten, auch die habe ich super spät gepflanzt. Da sind auch die ersten reif. Es ist nur überhaupt nicht die Sorte, von der ich dachte, dass sie das hier wäre. Ich dachte, ich hätte hier eine grüne gepflanzt, aber die werden alle rot. Und von den Dahlien ist leider immer noch nichts zu sehen, aber man kann hier schon so ein bisschen Farbe erahnen. Also die sind dieses Jahr wirklich sowas von spät dran und die sind auch super klein. Also eigentlich sind die viel größer und ich habe sie zur gleichen Zeit ausgepflanzt wie sonst auch. Wobei vielleicht ein bisschen später, aber nicht viel. Ja, mal sehen. Oh, Kamille. Sehr gut für den Tee. Und dann geht es einmal direkt weiter im Gewächshaus. Hier ist es noch ordentlich warm und auch hier sind jetzt endlich die Tomaten die ersten reif geworden. Es hat wirklich so lange gedauert. Ich hatte ja die ersten Freilandtomaten, bevor ich die ersten Gewächshaustomaten hatte. Das ja, ist irgendwie noch nie passiert. Ich habe das Gewächshaus noch nicht so lange. Das ist etwas spannend gewesen. Also Tomaten sind irgendwie super spät dran dieses Jahr. Wahrscheinlich bin ich auch nicht die Einzige. Aber guck mal, wie gut die jetzt doch noch angesetzt haben. Das hier ist die Sorte Black Beauty. Das ist eine meiner Favoriten. Und das ist ein bisschen schwer zu erkennen, wann die reif sind. Da muss man immer von unten gucken, denn da, wo die Sonne die Tomate berührt, da ist sie besonders schwarz und die hier hat sehr viel Sonne bekommen. Das heißt, die ist wirklich fast schwarz. Mit Druck kann man es natürlich probieren. Und man sieht hier an den helleren Stellen, da müsste das ein bisschen rot werden, dann ist die reif. Ah, noch nicht ganz. Also ein paar Tage müssen die noch. Bin jetzt noch 2 Tage da, dann bin ich weg. Also 2 Tage haben sie noch. Dann wandern die nämlich direkt in das Gefrierfach, damit ich die da sammle und dann hoffentlich, wenn ich wiederkomme, Tomatensoße einkochen kann. Das hier ist
Upstate Oxheart. Das ist eine lokale Sorte aus dem Staat New York. Die schmeckt wirklich unglaublich gut, hat ganz, ganz toll viel Fleisch und wenig, wenig Kerne. Und ja, ist aber noch nicht reif. Und der Kurkuma sieht auch inzwischen super prächtig aus. Und hier der Ingwer daneben etwas mickriger, aber auch der macht jetzt endlich mal so ein paar mehr Triebe. Da werde ich vielleicht eine kleine Ernte haben, wenn ich Glück habe. Ja, und ansonsten bei den Tomaten, auf einige Sorten warte ich sehnsüchtigst, wie zum Beispiel hier auf diese. Das ist eine neue Sorte, aber sie kriegt ein bisschen Farbe. Das heißt die Cubans... Oh, Salami, nein! Verdammt! Oh Mann! Also mein Vater hat mir schon gesagt, der hat auch diese Sorte, dass die Früchte leicht abfallen, bevor sie reif sind. Das ist natürlich ärgerlich, das ist jetzt hier die erste, die abgefallen ist, aber die kommt mit nach Hause und dann lege ich die neben Bananen oder so. Die müsste reifen tatsächlich, weil sie angefangen hat, hier den Reifeprozess anzuschieben. Und in der Regel reicht das auch schon aus. Also die kann man einfach hinlegen und dann wird die auch rot. Schmeckt natürlich deutlich besser, wenn man die dann auch von der Pflanze isst, wenn sie, oder von der Pflanze pflückt, wenn sie wirklich richtig reif ist. Dann geht es hier weiter. Immer noch grün, noch nichts passiert. Hier habe ich dann irgendwie mal die eine oder andere. Das ist eine richtig coole Sorte. Mila heißt die. Die ist so beutelförmig und wird orange, wenn sie reif ist und schmeckt auch sehr lecker. Da habe ich bisher, glaube ich, 2 Früchte geerntet. Und das habe ich dieses Jahr auch zum ersten Mal, dass die so große Früchte und so viele so weit oben ansetzen. Also das ist jetzt höher als ich. 1,70 Meter, also 1,80 Meter Höhe ungefähr, hat die diesen Fruchtansatz. Das kenne ich so eigentlich nicht. Eigentlich sind die immer... Naja, weiter unten stark befruchtet sozusagen. Und da ist noch was, das ist ein bisschen reif, das ist die Sorte Sputnik. Und hier, auch jetzt mit Verspätung, aber da wird's richtig voll. Also das sieht richtig, richtig gut aus. Und die Auberginen, wenn mich nicht alles täuscht und ich gestern richtig geguckt habe, doch, da könnte eine Aubergine befruchtet worden sein. Das könnte ganz gut werden. Das sind im Gewächshaus auch die ersten. Da habe ich noch keine einzige Frucht gesehen, weil die Blüten immer abfallen. Vielleicht ist es nicht ausreichend bestäubt, ich weiß es nicht. Was ein bisschen verrückt ist, denn im Freiland habe ich jetzt super verspätet die ersten Auberginen geerntet. Und wie gesagt, hier im Gewächshaus, vielleicht ist es die mangelnde Befruchtung. Vielleicht ist es irgendwas anderes, vielleicht passt ihnen einfach auch das Jahr nicht. Das sind aber eigentlich Sorten, die die Hitze vertragen hier drin. Das eine ist eine italienische Sorte und das andere ist extra eine für den Anbau unter Glas. Also eigentlich ist die Sortenauswahl schon die richtige. Und ich werde es aber einfach nächstes Jahr nochmal probieren. Und vielleicht hängt ja was dran, wenn ich aus dem Urlaub wieder da bin. Und dann gehen wir jetzt einmal in den Gemüsegarten. So, die Erdbirne hat hier alles ziemlich gut zugemacht und ich finde, das sieht richtig hübsch aus. Jetzt macht sie aber auch noch, sie möchte immer weiter wachsen. Und die macht auch ganz viele kleine Verästelungen und Verzweigungen. Aber man sieht auch hier schon, die erst Knospen warten. Und ich finde ja die Blüten so ganz toll. Ja, jetzt würde man Magenta mit so ein bisschen ganz kleinem Hauch Braun vielleicht mischen. So eine sehr, sehr schöne Farbe, die eigentlich eher so eine Nichtfarbe ist. Davon isst man dann die Knollen, wenn man das möchte. Hier wächst jetzt auch endlich der Kürbis hoch. Also das mit dem Kürbis hat wirklich so lange gedauert bei mir dieses Jahr. Und ich habe ja im letzten Video einen Kürbis gezeigt, der geeignet ist für den Kübel. Und er ist dann aber irgendwie, hat dann Früchte angesetzt und ist jetzt aber irgendwie losgelaufen. Und damit dann doch nicht so gut geeignet für den Kübel. Ich weiß aber, es gibt Sorten, die sind wirklich kompakt und wachsen eher wie eine Zucchini. Ja, hier ist der Mehltau auch wieder dran. Ich versuchte einfach immer die alten Blätter so ein bisschen abzuschneiden, damit das nicht ganz so schlimm wird. Und wenn ihr das hier riechen könntet, ich lasse jetzt die Duftwicken einfach so blühen und auch in die Samenbildung gehen. Aber das riecht so gut. So tolle Duftwicken hatte ich so spät im Jahr auch ehrlich gesagt selten. Ich glaube, auch das liegt eben am kühlen Wetter. Das hat denen total gut gefallen. Ja, und dann geht es ja weiter mit dem kläglichen Mais im Beet. Das hat nicht so gut funktioniert. Ich glaube, der war einfach zu lange in seinen kleinen Töpfchen. Der einzige, der so hoch geworden ist, wie er soll, ist der da. Und die anderen sind leider super kläglich und sehen einfach eher aus wie so ein Grashalm. Aber sie versuchen hier ihr Bestes zu geben und da kommt eventuell ein Maiskolben, falls er denn richtig befruchtet wird. Mal sehen. Und dann habe ich hier in meinem Kübel die ersten Dahlien.
Das sind aber auch bisher die einzigen Dahlien, die ich habe. Das hatte ich auch noch nie, dass die so spät sind. Das hier ist zwar immer die erste Sorte, aber die anderen, dass ich im August keine Dahlien habe, Mitte August, das ist, glaube ich, so noch nicht vorgekommen. Und dann die Sonnenblumen sind natürlich wunderschön. Das da ist die Sorte Red Sun. Die hatte ich mal, die hat sich hier selbst ausgesät. Die sieht auch noch relativ original aus, also da hat sich, glaube ich, gar nicht so wahnsinnig viel eingekreuzt. Und das hier ist die Astra Rose. Die hat sich etwas verändert, denn die ist eigentlich so ein bisschen gefüllter. Wobei die ersten Blüten auch gefüllter waren als die hier jetzt, als die kleinen. Aber die großen sind auch schon durch. Und dann richtig cool finde ich, dass das hier, Galtonia müsste das sein, das hatte ich hier mal so als Zwiebelpflanze einfach im Sommer irgendwie hingepflanzt. Und eigentlich soll das gar nicht so winterhart sein, aber das ist jetzt im dritten oder vierten Jahr hier schon. Und es hat sich auch vermehrt. Also ich habe da einen, ich habe da einen und da hinten ist jetzt irgendwie auch noch einer. Das heißt, mit so Gladiolen oder eben auch diesem Galtonia, da kann man schon Glück haben, dass die dann doch überwintern. Und bei mir ist es ja, wie gesagt, total feucht. Also ich kann mir vorstellen, dass es bei Leuten, die einen etwas trockeneren Winterboden haben, dass es noch viel, viel besser funktioniert. Und diese Zucchini hier, die ist gekauft. Die ist zwar wahnsinnig lecker. Das ist so eine hellgrüne. Super, super lecker. Aber da verfaulen irgendwie auch manchmal die Früchte. Ich weiß jetzt nicht, ob das daran liegt, dass die nicht richtig bestäubt wurden. Das kann passieren, dass die dann von hinten verfaulen und dann abfallen oder was da los ist. So, jetzt seht ihr mal das Kohlbeet ohne Haube. Ich habe das jetzt abgemacht, weil ich hier Kohl nachgepflanzt habe. Und wie ihr seht, habe ich jetzt hier diese formschönen Plastikhäubchen gekauft, denn das ist jetzt mein Versuch, die Mäuse abzuhalten. Ich glaube, das ist jetzt die vierte Auspflanzung, die ich gemacht habe. Die Mäuse fressen einfach immer alles ab. Ab und zu überlebt hier was. Das ist das, was groß ist, was ihr hier seht. Aber insgesamt ist das Kohlbeet eigentlich sonst um diese Jahreszeit voll und ich kann ernten. Und wie man sieht, ist es nur so halb voll und das möchte ich ändern. Deswegen jetzt der Versuch mit diesen Häubchen. Hier drin ist einmal Nero di Toscana, der toskanische Blattkohl, den liebe ich. Und der ist eben auch wunderbar winterhart und mit dem kann man ein großartiges Pesto machen. Wenn man Lust hat auf frisches Pesto, gerade auf Bärlauchpesto zum Beispiel, dann kann man mit dem eins machen, auch im Winter. Man kann das frisch ernten, ganz viel Knoblauch rein und eben, was man bei Pesto noch so verwendet. Nüsse, Pinienkerne, ich nehme auch gerne Cashewnüsse oder Mandeln oder so. Und dann schmeckt das einfach, zumindest im Winter, wenn man das frisch macht, wie ein tolles Bärlauchpesto. Deswegen liebe ich den und der muss dabei sein. Und bisher habe ich es noch nicht geschafft, einen groß zu ziehen. Die wurden immer alle gefressen. Ich habe hier einen Chinakohl, das ist die Sorte Granat. Der wird so richtig lang, hoffentlich, wir werden sehen. Ich weiß noch nicht genau, was ich mache, wenn der Kohl hier überlebt und wenn der dann groß genug ist. Dann muss ich ja die Haube irgendwann abnehmen. Und selbst dann kommt die Maus noch und frisst den Kohl an. Mit dem Problem werde ich mich dann auseinandersetzen, wenn es soweit ist oder auch gar nicht. Dann haben die Mäuse nochmal irgendwie Futter. Und da hinten, ich weiß nicht, ob ihr es sehen könnt, da hat sich eine Paprika oder eine Chili ausgesät. Hier war nämlich letztes Jahr, waren die Paprikas und Chilis und da hat sich eine ausgesät. Und die darf jetzt einfach wachsen. Das wird zwar alles nichts mehr, aber ich finde großartig, dass sie da gekeimt ist und deswegen darf sie da gerne weiter wachsen. Guckt mal, da blitzt es rot auf. Das ist die erste Paprika, die ich habe dieses Jahr. Das ist eine gekaufte Pflanze, wie man unschwer erkennen kann. Es soll eine Blockpaprika sein. Das sieht jetzt irgendwie leicht anders aus, aber na gut. Das ist eine Paprika. Ich nehme sie, ich esse sie auf jeden Fall. Und hier ist noch eine, die ist ziemlich groß. Das finde ich sehr cool. Das könnte fast die größte Paprika sein, die ich bisher angebaut habe. Den Blockpaprika und so habe ich noch nicht gemacht. Das ist eine Spitzpaprika. Und da freue ich mich ganz doll drauf. Die wird auf jeden Fall jetzt geerntet. Entweder heute oder die nächsten Tage, damit ich die noch essen kann. Und die schöne Tagetes, die leuchtet hier wirklich. Man kann das auf dem Video gar nicht so sehen. Die leuchtet eigentlich noch viel, viel doller. Das ist wirklich ein Unterschied wie Tag und Nacht. Also stellt euch dieses hier vor, was ihr seht. Und dann noch mit viel mehr Neon und viel leuchtender und auch viel tiefer. Also sie ist hier noch viel tiefer rot, als man jetzt hier sehen kann. Ja, und dann ist es hier ein bisschen traurig, denn hier ist der Fenchel. Und hier hatte ich vor ein paar Wochen die Raupe eines Schwalbenschwanzes drauf. Und ich hatte auch den Schwalbenschwanz, also den Schmetterling, hier rumflattern sehen. Und der scheint hier Eier abgelegt zu haben. Und jetzt weiß ich aber nicht, ob der nur ein Ei ablegt oder ob der so in Clustern Eier ablegt. Ich
habe bisher auf jeden Fall nur diese eine Raupe gefunden und die ist jetzt leider weg. Das heißt, ich glaube, sie wurde von einem Vogel gefressen. Aber wenn hier eine im Garten ist oder war, dann sind hier vielleicht noch mehr, die ich noch nicht gesehen habe. Das wäre cool. Und dann seht ihr hier die Kürbispyramide aus den wackeligsten Ästen gebaut, die ich irgendwie gefunden habe, weil ich welche übersehen hatte, die ich noch woanders rumliegen hatte. Das heißt, das wird irgendwann zusammenbrechen, höchstwahrscheinlich. Deswegen leite ich das jetzt hier schon rüber zu dem Gerüst, was stabiler ist. Und da gucken wir mal, was dabei rauskommt. Das ist ein grüner Hokkaido. Und den Rest habe ich nicht beschriftet. Den habe ich einfach nur in die Erde gehauen und gehofft, dass er überlebt. Dann geht hier der chinesische Sellerie, Chinese Pink heißt der, in die Blüte. Von dem bin ich jetzt bisher noch nicht so wahnsinnig begeistert, weil ich den vom Geschmack her etwas bitter fand. Also es mag vielleicht daran liegen, dass der dann eventuell nicht mehr so zart war, weil er eben jetzt dann blühen wollte. Aber er sieht toll aus. Warum der da so liegt, ich weiß es nicht. Ich dachte vielleicht Wühlmaus, aber der ist noch komplett fest. Vielleicht hat er auch Wassermangel, wobei die Bewässerung gerade lief. Ich weiß nicht, was da los ist. Ja, also ich hätte eigentlich lieber mehr von diesem grünen Stangensellerie einfach gehabt. Habe stattdessen jetzt aber eben den Knollensellerie. Da sieht man es auch schon. Es wird langsam so in Richtung Tennisballgröße geht das hier. Ist auch cool, aber mit dem Stangensellerie finde ich einfach, kann man besser kochen. Und dann hier sehr cool, den habe ich noch gar nicht beerntet, das ist der Spargelsalat. Chinesische Keule heißt die Sorte. Und ich finde alleine, wie der aussieht, also wow, sieht auch großartig aus. Das ist schon richtig toll. Da haben leider nur zwei überlebt, der Rest wurde auch wieder weggeschneckt. Und davon isst man die Stängel. Also den lasse ich jetzt wirklich hochwachsen, in die Blüte gehen und dann ernte ich den wahrscheinlich, wenn ich wiederkomme. Und dann isst man den Stängel und der schmeckt so ein bisschen wie Kohlrabi. Und man kann den einfach großartig ganz kurz in der Pfanne anbraten. Und es schmeckt super zu Sojasauce, Knoblauch und Reis. Hier habe ich noch eine Zucchini, von der ich noch nicht weiß, welche das ist, weil sie bisher nur männliche Blüten ausbildet. Hier ist die Meterbohne, die inzwischen so richtig unglücklich aussieht. Ihr seht schon hier die Blattfarbe, der gefällt das gar nicht gut. Wahrscheinlich ist es der einfach zu kalt, zu nass, zu feucht. Aber sie macht Knospen und sie blüht. Sie blüht, oh, die hat eine ganz tolle Farbe. So ganz hautfarben fast. Sehr hübsch. Dafür gehen aber die restlichen Bohnen so richtig ab. Also ihr seht, das ist die Meterbohne. Das ist eine Sorte, die ich hier selber vermehre. Die habe ich mal von Mallorca mitgebracht. Ich weiß gar nicht, wie die heißt, habe ich gerade vergessen. Und es ist ganz spannend. Also entweder, die kann sich natürlich verkreuzt haben, das möchte ich nicht ausschließen. Aber die habe ich jetzt zum dritten Jahr im Anbau hier selber. Und ich habe immer das Saatgut weiter vermehrt. Und immer wieder das eigene Saatgut ausgesät. Und inzwischen wächst die so wahnsinnig gut, wie hier rechts eine Kaiser-Friedrich-Bohne, die ja in Deutschland absolut gewöhnt ist. Die kommt ja von hier. Und das zeigt einfach nur, wie wichtig das sein kann, das Saatgut, das eigene zu ernten, damit sich die Pflanzen wirklich über Generationen dann an die Gegebenheiten im eigenen Klima, im eigenen Garten und so weiter anpassen können. Und das kann ich auf jeden Fall empfehlen. Bohnen sind natürlich sehr leicht, kann sich verkreuzen. Deswegen möchte ich jetzt, wie gesagt, nicht ausschließen, dass sich da nicht irgendwas eingekreuzt hat. Aber die Blüten sahen immer so aus. Die Bohnen sahen auch immer so aus. Ich habe jetzt noch keine aufgemacht. Also bisher bin ich damit... da ist schon der Kürbis. Bisher bin ich damit sehr zufrieden. Und das werde ich weiter so machen. Das hier ist Kaiser Friedrich. Das ist auch eine wunderschöne Bohne. Ja, und hier sieht man die ersten Sojabohnen. Cool. Also auch hier haben gerade mal von zwei Aussaaten drei Pflanzen überlebt. Davon sind zwei noch viel zu klein. Aber eine hat hier ordentlich geblüht und ist ordentlich gewachsen und hat jetzt ganz viele kleine, junge Sojabohnen dranhängen. Und ich habe mich jetzt dazu entschlossen, dass ich einfach das Saatgut ernten werde und jetzt gar nicht essen werde. Denn so kann ich wahrscheinlich dann nächstes Jahr nochmal den Versuch mit Sojabohne wagen und vielleicht wird das dann ja besser. Hier ist alles voller Fenchel und deswegen könnte hier auch noch irgendwo, wenn ich ganz doll Glück habe und sie übersehen habe, der Schwalbenschwanz sein. Das hier ist der Selleriesamen, den man auch übrigens essen kann, sagt zumindest das Internet.
habe den probiert und er schmeckt wirklich sehr intensiv. Wow. Also Sellerie mal 20 und ein bisschen bitter, aber nicht bitter im Abgang, sondern nur ganz kurz. Also irgendwie auch sehr lecker. Das ist einfach ein Stangensellerie, der jetzt hier in die Blüte gegangen ist. Davon werde ich auch Saatgut ernten. Und dann seht ihr hier die Artischocke mit Schmetterling. Und die sind jetzt kurz vor der Blüte. Da hatte ich mich ja dazu entschlossen, die blühen zu lassen. Denn die sind so klein und auch da hatte ich jetzt eher die Hoffnung, dass ich dann auch Saatgut ernten kann. Denn das ist alle. Dieses Jahr bin ich sowieso irgendwie mehr auf Saatgut ernten. Ich weiß auch nicht, das ist irgendwie so ein Urinstinkt, glaube ich, der da geweckt wurde. Das hier ist eine richtig tolle Zucchini. Die trägt inzwischen auch richtig gut. Die hatte ich dann direkt gesät, nachdem da die Pflanze, die ich ausgepflanzt hatte, komplett gefressen wurde. Und das ist eine Sorte aus Italien und die habe ich auch dort gekauft. Und das liebe ich einfach, dass ich dann immer so ein Stückchen Urlaub in meinem Garten wachsen haben kann. Ja, und hier ist die Kapuzinerkresse etwas explodiert, obwohl das Beet... Nee, das stimmt gar nicht. Das Beet ist bis hier nach oben nicht gedüngt, weil da Bohnen wachsen. Von hier ab nach unten ist es allerdings gedüngt, weil ich hier Sellerie gepflanzt habe. Deswegen, das erklärt hier diesen riesengroßen Kapuzinerkressenberg. Man kommt da auch schon gar nicht mehr so durch. Das hier ist Möhrensaatgut. Auch das werde ich jetzt noch ernten, bevor ich in Urlaub fahre. Ich habe ja letztes Jahr auch schon Möhren stehen gelassen und da hatte ich zwei Sorten, eine lilafarbene und eine orangefarbene. Und die haben sich wohl gekreuzt, nehme ich an, denn ich habe die ausgesät und esse total coole Möhren dabei rausgekommen. Ich habe schon einige geerntet, weil ich die vereinzeln musste. Und die sind wirklich so lila, orange gestreift, einige mehr, andere weniger, was heißt gestreift. Also so ein bisschen, die haben beide Farben außen und sind total toll und total lecker. Und weil ich hier keine Sorte erhalten möchte, ist es gar kein Problem. Und ich werde auch einfach die jetzt wieder ernten und wieder aussehen und habe wieder eigene Möhren. Süß. Bei den Möhren ist es ein bisschen durchwachsen. Einige Möhren sind toll, aber ich bin so spät dran. Ich habe ja 4 Aussaaten gebraucht, dass das überhaupt irgendwas wird, weil die Schnecken mal alles abgefressen haben. Und deswegen sind die jetzt einfach noch sehr, sehr klein. Aber ich freue mich über jedes Möhrchen, das ich habe. Und die sind auch wirklich sehr, sehr lecker. Die Auberginen, das ist ein bisschen traurig, aber ich habe gestern die ersten beiden geerntet, hier von dieser Pflanze. Das müsste Purple Pickling sein, eine Sorte, die auch in Japan gerne roh verzehrt wird, beziehungsweise eingelegt wird, roh eingelegt wird und dann verzehrt wird. Ich werde die aber einfach heute Abend braten, total lecker. Und das war einfach kein Auberginenjahr für mich. Ansonsten versuche ich mein Glück nächstes Jahr wieder. Dafür sieht aber der Mangold umso besser aus. Und hier in dem Beet mit dem Mangold, der ist ja wirklich, also der ist höher als hüfthoch, der ist eher bauchnabelhoch. Da stehen jetzt hier auf der anderen Seite stehen ja die Chili und Paprika. Und von denen kann man zwar noch nicht so wahnsinnig viel sehen, also gerade die Paprika sind dieses Jahr echt total blöd. Nein, also nicht die Paprika sind blöd, das Wetter ist für die Paprika total blöd. Und deswegen sind die wirklich so klein, die Armen. Also ich glaube, das hier müsste noch eine Pimiento sein. Die wächst irgendwie so. Das da ist eigentlich eine Paprika. Die Pimientos, da habe ich schon ein paar geerntet. Jetzt noch nicht so wahnsinnig viele. Ja, für eine ganze Pimiento-Pfanne hat das noch nicht gereicht. Aber der Salat sieht ganz gut aus dazwischen. Das arme Ding. Aber einige haben sich dann doch irgendwie ganz gut erholt. Und sehen wirklich richtig, richtig schön aus. Also ich finde allein das Laub hier von der Sorte... Das dürfte Purple Chupentino sein. Bin aber nicht ganz sicher, denn es hat so viel geregnet, dass meine bewährte Technik, mit Bleistift auf einen Holzmundspatel zu schreiben, nicht funktioniert hat, denn der Bleistift war zu dünn oder zu hart. Eigentlich braucht man so einen richtig dicken, so 3B oder so am besten. Dann hält das wirklich gut. Andere Schilder sind okay geblieben, aber ich hatte irgendwie, der Bleistift war zu dünn. Das war total doof. Das heißt, ich weiß jetzt hier zum Teil nicht mehr, was es ist. Aber normalerweise regnet es auch nicht so viel. Ist gar nicht so schlimm. Das hier sieht aus wie... Das ist eine neue Sorte. Die hatte ich noch nicht. Das weiß ich. Und dann auch richtig cool. Also das hier ist wirklich eine Sorte, die hatte ich auch schon vorher im Anbau. Genau, das ist die Sorte Fragrant Bellini. Die wird so Peach, also so Pfirsichfarben, wenn die reif ist. Und die trägt jetzt wirklich mit am besten. Also wirklich in diesem kalten Jahr hat die einen ziemlich guten Ertrag.
jetzt wird die einfach, hier sieht man schon so ein bisschen, jetzt wird die einfach reif und die hat eine ganz gute mittlere Schärfe. Also die kann echt ordentlich scharf sein, aber nicht so, dass man irgendwie Angst hat, das im Essen zu verwenden. Und super cool, auch wenn sie etwas mickrig ist, finde ich diese Sorte, die hat so Kringel oder Locken, kann man sagen, denn die Sorte heißt Hair, also Haar. Und ich glaube, das ist eine türkische Sorte, könnte so sein, ich weiß es nicht genau. Aber auch die sieht doch, außer dass sie ein bisschen angegammelt ist hier unten, weil sie einfach zu tief liegen, muss ich dann vielleicht mal direkt mitnehmen und verarbeiten. Die sieht doch total cool aus. Also die wird nächstes Jahr auch wieder mit dabei sein. Auch hier ein unglaublicher Ertrag für diese ganz kleine Pflanze. Also es ist nicht alles schlecht. Hier hinten, hier waren ja die Kartoffeln drin, das habe ich jetzt lange brach liegen lassen und habe da jetzt auch Kohl eingepflanzt. Das ist auch wieder eine Mischung aus Nero di Toscana, der Palmkohl, und Chinakohl. Einmal die Sorte Granat und dann auch hier Chinakohl Granat und noch ein Blattchinakohl. Der heißt Blattchinakohl Bekana. Da kommt das Schild dann auch direkt mal zu den Pflanzen. So, und hier habe ich gestern einfach breitflächig, breitwürfig Asiasalat ausgesät und hoffe, dass da einfach so ein bisschen hier und da aufkeimt und dann kann ich den zwischen den anderen Kohlpflanzen so ein bisschen ernten und habe da noch einen kleinen Salat im Winter oder im Herbst eher. Und hier drüben ist was total Aufregendes passiert. Gestern, als ich gegangen bin abends, habe ich dann gesehen, es leuchtete weiß und man sieht Blumenkohl. Und zwar nicht nur einen, sondern eins, zwei, drei. Und die müssen jetzt auch mit. Und dann gibt es noch die Outdoor-Tomaten unterm Dach. Die halten sich wacker. Also ist natürlich die Braunfäule drin, wie man unschwer erkennen kann. Ich mache die Blätter dann auch immer direkt ab, wenn ich die sehe. Ich auch diese Tomate hier jetzt rausnehmen könnte. Die ist durch, die hat keine Früchte mehr. Die ist auch, oh doch, okay, sie hat eine kleine Frucht. Die ist ungefähr einen Meter hoch geworden nur. Und ich bin der Meinung, die sollte eigentlich höher werden. Aber die hatten es einfach so schwer dieses Jahr, die Tomaten, dass wirklich nur die widerstandsfähigsten, würde ich mal sagen, das irgendwie geschafft haben, jetzt auch hier mal das Dach zu erreichen. Das ist nämlich sonst eigentlich normal. Die sind sonst alle irgendwann am Dach. Aber nicht so dieses Jahr. Das hier ist übrigens eine sehr ertragreiche Sorte, die ich gerade gepflückt habe. Das ist die Sorte Dancing Green Fingers. Und die schmeckt auch sehr lecker. Und die ist reif, wenn sie irgendwie so gelbgrün ist, so ein bisschen weich ist. Schmeckt super lecker. Ist total robust, hat ein bisschen mit Blütenendfäule zu kämpfen, aber das habe ich dieses Jahr an vielen Tomaten, obwohl es so viel regnet. Also scheint es vielleicht doch auch ein Kalziummangel zu sein. Manchmal kann das nämlich auch einfach an unzureichender Bewässerung liegen, sodass die Pflanzen das Kalzium nicht aufnehmen können. Und die hat dieses Jahr so einen Ansatz. Ich habe die zum ersten Mal im Anbau und ich bin echt begeistert. Das war auch eine der ersten Tomaten, die hier reif waren. Und dann haben wir noch Barry's Crazy Cherry. Das hier ist jetzt wirklich, es spiegelt nicht das wieder, wie die behangen ist normalerweise. Ich habe hier auch schon eine ganze Rispe abgeerntet und auch die einzelnen Tomaten ernte ich immer ab. Das ist eine Multiflora und die ist super. Die ist total lecker. Wenn man sie nicht zu viel gießt, dann kann sie ein bisschen wässrig sein. Aber ansonsten ist die sehr, sehr süß, total lecker, recht früh. Ich finde sie auch relativ robust, also auch die hat schon Braunfäule. Aber das geht eigentlich. Also die sieht insgesamt noch sehr vital aus. Und das hier ist auch eine coole Sorte. Das ist die Sorte Luna Tech. Die habe ich euch, glaube ich, auch schon mal gezeigt. Und die ist neu bei mir im Anbau. Da hatte ich das Saatgut getauscht. Und die ist auch wirklich, die ist total schön. Die ist super. Die hat auch einen sehr spannenden Geschmack, finde ich. Und ja, gefällt mir gut. Also insgesamt sind die Tomaten doch noch okay dieses Jahr. Gerade draußen, aber im Gewächshaus, da warte ich wirklich so sehnsüchtig darauf, dass ich irgendwie genug habe für eine Tomatensauce. Das ist einfach noch nicht passiert. Bisher habe ich alles frisch gegessen. Das war's von mir und meinem Gartenrundgang. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Vielen, vielen Dank fürs Zugucken. Und ich düse jetzt 2 Wochen in den Urlaub. Beziehungsweise, wenn ihr das Video seht, dann bin ich schon im Urlaub und dann bin ich 2 Wochen weg. Und ich hoffe, dass ich diese Gartenabstinenz gut überlebe, dass der Garten das alles gut überlebt. Und wir sehen uns dann wahrscheinlich in einem sehr wilden Garten im September wieder. Bis dann. Tschüss.